schon mal. Aber ich denke mal, es wäre jetzt ein großer Fehler, das einfach aufzumachen, oder? Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Hey man, what are you doing? Scheiße, das war gerade falsch. Ich wollte eigentlich mal gucken, was jetzt hier mit der Fernbedienung so gemacht werden könnte. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Man, könnt ihr mal die Klappe halten, bitte? Ich bin ja am Arbeiten. Aber wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, sonst weiter sehe ich hier draußen nichts. Ich habe ja bisher auch nur eine Batterie gefunden. Those TVs are on, and I'm sure they're making a lot of noise behind that glass. Jetzt muss ich wahrscheinlich irgendwas finden, was ich hier in die Fenster reinschmeißen könnte. Aber jetzt hier durch die Gitterstäbe wird das ein bisschen, ne? Ich denk mal ein bisschen problematisch. Okay. Eieieiei. Lass mich erst mal gucken hier. Also ehrlich gesagt will ich mich jetzt auch nicht irgendwie spoilern lassen oder so. Vor allem eine Möglichkeit muss es ja geben. Die Essensbox haben wir schon untersucht, da ist alles soweit gedingst. This battery should fit the radio. Great, thanks. Ja, aber eine fehlt noch. I found this remote in the office, but I'm pretty sure the batteries won't fit. It needs the big stumpy ones. Yeah, these are no good. Ne, mit ihr kann ich dann nur noch normal sprechen. Hat sie jetzt irgendwas hey, Neues? Tommy. Mal gucken. Bist du bereit für da draußen? You ready to head out? You got it. You? Klar. Yeah. Let's go. Ach so, ich musste sie ansprechen. Ja, okay. Alles tutti. Get down. Sexy green face. Did you see that? I sure did. Be ready to shoot. Guys! Oh man, I'm glad you're here. Jesus, Glenn! Right then wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way! We gotta go, now! Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me, and I ended up hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. You guys are suicidal over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine, let's go save Glenn's damsel in distress. So, jetzt erstmal gucken. Na, der wird da bestimmt auch nochmal aufstehen. Ich guck mich hier nebenbei schon mal so ein bisschen um. Okay, this is the plan. We don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's boarded up.
So we have to kill every one of them in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. Spähe über die Mauer. Oh man. She's eating something. So we got that one right there. Close. Alter! Wenn du zu lange guckst, wird man dich entdecken. Das ist auch ganz toll. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. Pass mal auf. Versuch das einfach. Gott sei Dank. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind. Okay, also das Kissen haben wir jetzt im Inventar drin. We can hide by that RV if we're quiet and keep our heads down. Okay, wahrscheinlich müssen wir da weiter rüber. Wir versuchen es einfach. Eieiei. Was machen wir jetzt mit dem Kissen? Das verstehe ich nicht so ganz. I'm not sure I can take them both out myself, even if I had a weapon. Gut, den kann ich dann nicht anvisieren. We're a little naked out here, except for Carly's gone and we can't use that much. Ich gucke jetzt mal, was passieren würde, wenn ich jetzt das Kissen auswähle. Well, I got one pillow and two corpses. An age-old problem. We're going to need weapons. Ja, wir werden Waffen brauchen. Hätte ich ja nicht mitgerechnet. Sag nie sowas. So. Was hatten sie jetzt zu sagen? Was? Wo steht ein Truck? Meinst du hier das Wohnmobil oder was? We should keep looking around for weapons. Ach, da drüben. Ja, sag das doch. Dass da was ist. They really wanna get into that room. Ach ja. Zombie. They really wanna get into that room. Ja, dass sie in das Zimmer kommen wollen, das wissen wir jetzt schon ein bisschen länger. So. I think I found a pretty damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quietly. So, warte mal. Ich versuch's mal mit dem Kissen. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools or making a bunch of noise, and none with pillows. Geht das wirklich nicht? What are you gonna do with that? Oh, normal, dasselbe Scheibenkleister hier. Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Ey, ich will das jetzt hier nicht so einfach kaputt machen. Das geht nicht. We can do something with that car, I bet. If it weren't for that fella lurking near the front. Ja, der lebt ja auch noch. Oi, 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 oi. Kann ich mit dem Kissen auch nichts anrichten. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Oh Gott. That was sick. Shh. Nicht so laut. Alter. Thank you.
So, was können wir hier jetzt noch machen? Die Tür öffnen. Ist wahrscheinlich noch die Handbremse angezogen. Boah, Alter, ist das spannend. Zündkerze, komm, nehmen wir mit. Vielleicht können wir sie mal gebrauchen. Genau, Lee, steck ein. Freischalten, Gang wechseln. Ich dachte jetzt eigentlich, dass hier vielleicht noch ein bisschen Werkzeug rumliegen würde. Aber das war aber für die Katz. It's a sparky thing. Spark plug. You should hold on to that. Could come in handy. Okay, da kann ich erstmal nichts weitermachen. We can get that guy by the wall over there, I bet. Können wir bei der Wand sicher kriegen. Ja, dann bin mal gespannt. That was awesome. Ja, ja, komm. Nicht weiter drauf achten. So, komme ich da vorne vielleicht noch ein bisschen weiter? Ja, mit. Warte mal, komme ich da mit der Zündkerze vielleicht dran? Wait. Let me see the spark plug. Porcelain inside these things turns car windows to tissue paper. Okay. So. Stanzspitze. That could scramble a brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Gut. Das heißt, das Ding haben wir erstmal. Das heißt, hier geht es nicht weiter. Okay. Wollt ihr nur noch mal kurz nachgucken? Be careful getting up close to these guys. I can't always cover you. Let's start taking these guys out. Gut, also einmal zurück. Gehen wir am besten einmal hier drüben hin. So, jetzt gucken wir noch mal ganz kurz nach oben. Alles klar, der sitzt da noch. Können wir nicht irgendwie an die Ecke gehen? Ach, Mensch. Was mich ja so ein bisschen stört, dass der Ömmel immer mitkommt. Okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das schnell hinkriegen. Fresse! Oh oh. Lee, get him! Klar, mach ich doch. Nice. Thanks for having my back. For sure. So, komm, hauen weg. Kannst das Ding nie wieder mitnehmen? Dude, where'd your weapon go? Into that ice pick-sized hole. Holy shit. It's cool. Now we've got this. Oh yeah. Yeah, jetzt gibt's Hackfleisch. Coole Sache. Two more. That should help. So, der ist jetzt wirklich am Ende mit seinem Latein. Finde ich toll. Hier unten können wir nichts mehr machen, okay? Ja, lieber nochmal nachgucken, man weiß ja nie, ne? Why don't you guys lag behind just in case this goes to hell? Okay, we'll be right behind you. It's all right.
Der läuft alleine. Okay.